Es ist angerichtet. Nein, wir sind hier nicht beim perfekten Promi-Dinner. Nee, wir sind hier in Augsburg beim Tabellenzehnten am 27. Spieltag dieser zweiten Bundesliga-Saison. Und im Prinzip, wenn man mal oben drauf guckt, die Positionen. Augsburg hatten da 0 zu viel. Man hätte eigentlich erst gedacht, dass wir uns da einreihen. Was jetzt? Ach, ein dickes Ei, das ging schnell. Leipzig kann auf Flanke von Tobias Werner nicht klären. Kevin Vogt stochert den Ball irgendwie zu Mölders, der aus kurzer Distanz zum 1-0 einschiebt. Ja, ganz einfach. Hahn mit der Flanke, Mölders ist da eher am Ball als Sirre. Der holt ihn von den Beinen. Ach, du Heilige. 2 Minuten und wenn es ganz bescheuert läuft, dann kassieren wir hier in der zweiten schon einen Elfmeter. Es steht 2-0. Und wenn es konsequent so weitergeht, dann steht es am Ende 90-0. Kann natürlich kein Mensch wollen. Riesenglück. Aber es ist trotzdem der Fall, dass wir hinten liegen. Und Augsburg macht hier fröhlich weiter. Die spielen so, wie wir das eigentlich müssten. Riesenmöglichkeit, 100%ige in der 6. Minute hier schon fast eine Vorentscheidung herbeizuführen. Moravec setzt sich dagegen Steffen Lang durch. Flank auf den zweiten Pfosten. Hahn ist zur Stelle. Und mit der dicken Wampe zum 2-0. Ja, so gerne ich die Musik ja auch höre, aber muss das denn wirklich sein? Das Gift im Spiel, ja, das kann ich mir jetzt vorstellen. Also wir müssen fast mal was ändern hier. Den Einsatz erhöhen natürlich, das Pressing, dass sie uns nicht mal so einschnüren hier ganz am Anfang. Ecke, Daniel Bayer. Kurze Variante auf Mölders, er zieht das Ding übers Tor, Gott sei Dank. Wenn der nicht mal aufhört zu schreien, wollte ich gerade sagen, dann muss ich das mal hier gleich leiser machen. Wir spielen mit Absatzfalle, es hat uns trotzdem nichts genutzt, es steht 2-0 für Augsburg. Also Ernüchterung, guckt euch mal die Noten an. Steffen Lang eine 6, Sirre eine 5,5, Papa eine 5, Werner eine 5. Also ich meine, hier ist ja noch gar nichts passiert. Noch gar nichts passiert, es bleibt aber nicht dabei. Zumindest haben wir jetzt mal einen Weg nach vorne gefunden. Timo Werner sucht den Abschluss, kurze Distanz. Aber Alexander Manninger, der natürlich mit allen Wassern der Welt gewaschen ist, wo der schon überall gespielt hat. Also da musst du dich ein bisschen mehr anstrengen. Paulsen legt ab auf Timo Werner, der zieht sofort ab. Aber auch hier ist Manninger einfach der Bessere. So Jungs, weiter so. Das waren jetzt 2 gute Möglichkeiten, die mich zumindest mal hoffen lassen, dass es heute kein Desaster wird, in das wir hier reinschlittern. Oh je, ganz, ganz bitter. Also diese Anfangsphase. Was sollst du deiner Mannschaft sagen, ne? Was sollst du der sagen? Steffen Lang immer noch mit einer 6. Also das kann ja nie wahr sein. Das kann ja nicht wahr sein. Und wieder Augsburg. Ich habe so das beschleichende Gefühl, dass es heute peinlich werden könnte. Ja, Ball kommt irgendwie vor die Füße von Mölders, der zieht sofort ab und versenkt den. Coltorti fliegt vergebens. Das war irgendwie ein Kopfballduell. Vogt gegen Sirre, der den Ball wieder vom langen Pfosten in die Mitte zurückköpft. Das ist natürlich ein tödlicher Fehler. Das kannst du nicht bringen. Nicht in dieser Spielklasse. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Ja, das ist richtig. Deswegen geht drauf. Geht drauf. Es wäre natürlich jetzt so wichtig, hier zumindest noch ein Tor zu machen. Ah, was ist mit Timo los? Was ist mit Timo Werner los? Mit mir gar nichts. Aber das ist komplett die Mannschaft heute. Was ist da passiert? Ich meine, man kennt ja die verrücktesten Geschichten. WM-Quartier, was weiß ich, dass da gegnerische Fans vorm Hotel die ganze Nacht irgendwie leer machen, dass da die Mannschaft nicht pennen kann. Aber irgendwas muss doch hier passiert sein. Wie kann das denn passieren, dass man so eine Leistung abliefert, dass man so einen Leistungsabfall hinlegt? Also wenn ich das hier sehe, Steffen Lang eine 6, Sirre eine 6. Wann haben wir das letzte Mal eine Abwehr so Noten gehabt? Kämpft mir bei, komm, verarsch mich mal. Also das hier ist das Lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Bei 0:3 zur Halbzeit mit 2x6,0 in der Abwehr 100% erfüllt. FM 13, leck mich doch. Das war nicht der Matchplan. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Zeigt es ihnen, gewinnen. Natürlich, wir schießen 4 Tore, ne? Minimum. Weil ich sehe das eher so, dass die noch 4 schießen. Ich weiß, dass ihr es besser könnt. Was soll ich sagen? So, hier wird jetzt erstmal fröhlich kritisiert. Ich hoffe mal, dass die das alles annehmen. Ja, zumindest bei den beiden. Motivieren Schreier. Wir motivieren unseren Captain. Und wir motivieren auch vorne Paulsen, glaube ich. Bei Papa bin ich mir nicht so sicher, dass er das annimmt. Deswegen lasse ich es dann lieber. Und setzt es sinnvoll ein. So, Massagen, die beiden sind klar. Jetzt müssen wir mal gucken, was haben wir noch. Wir haben 3x90, 2x91. Ich würde mal sagen, Tusche bekommt die nächste Massage. Weil seine Genialität brauchen wir auf jeden Fall für die nächsten 45 Minuten. Den Rest können wir theoretisch auswechseln, wenn es halt nicht so läuft.
wonach es stark aussieht. Tja, was machst du in so einer Situation? Ich glaube, wir gehen einfach raus. Wir gehen einfach raus und lassen das irgendwie über uns ergehen oder machen eben noch was. Aber erst mal Augsburg. Wieder Augsburg. Ecke über Daniel Bayer. Zweite im Spiel. Kopfball. Kalsenbracker. Ich fass es nicht. Ich sitze hier vor meinem Monitor. Das kennen wir sonst nur andersrum. Und wieder Augsburg. Also ich glaube, wir können heute machen, was wir wollen. Tolle Flanke von Hahn. Mölders ist dann noch mit den Haarspitzen am Ball. Kann ihn aber nicht mehr entscheidend die Richtungsänderung geben. Und das heißt, es ist nicht das 5-0. Was soll ich hier machen? Ich kann jetzt doch hier nicht in die komplette Mannschaft rausschauen. 100%ige Chance. Ey, das ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ecke Bayer, Koltorti unterläuft den Ball, Mölders köpft. Und Zierra auf der Linie. Ich wollte ihn ja gerade noch rausschmeißen, ne? Das ging aber nicht. Ich wollte ja den Oldorf mir schon packen und wollte den Zierra da rausschmeißen. Tja, wo setzt du in so einer Situation an? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es ganz ehrlich gesagt nicht. Wieder Augsburg. So, volle Lotte jetzt hier. Abseitsfalle, ich weiß gar nicht, wo die Abseitsfalle ist. Wo hat die sich versteckt? Abstöße lang. Keine Ahnung, was macht man da am besten? Jetzt hat sich auch noch Franke verletzt. Ja, Gott sei Dank habe ich den Oldorf eben nicht eingewechselt. Weil sonst hätte ich jetzt keinen Innenverteidiger mehr. Jetzt kommt's zusammen. Also das ist, ich würde mal sagen, eine absolute Lehrstunde. Kopfschütteln. Mehr kann ich gerade nicht tun. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich glaube, das mache ich heute Nacht im Schlaf noch. Kopfschütteln. Um Gottes Willen, was ein Spiel. Was ein Spiel. Also der Beste von allen ist momentan Jopek mit einer 3,5. Ja, ich glaube, das ist eine Bewerbung um die schlechteste Verfassung aller Zeiten. Schlechteste Note überhaupt. Was soll man jetzt hier noch tun? Kimmich vielleicht noch bringen. Das ist der letzte Wechsel. In der 57. jetzt. Doppelschlag. Natürlich gut, die verletzungsbedingte Geschichte, die muss ja sein. Aber ich muss ja irgendwas tun. Ich muss ja irgendwas tun, Leute. Draufgehen. Irgendwas. Zumindest hier nicht abschlachten lassen. Das ist es sowieso schon. Was rede ich da? Das ist sowieso schon eine Abschlachtung. Eine Abschlachtung des Tabellenführers vom Tabellenzehnten. Die natürlich ausgerechnet heute aufblühen müssen. Schöne Kombination. Mölders trifft. Steht aber am Abseits. Ich will es jetzt gar nicht zählen, wie viel es hier schon stehen würde, wenn die denn alles verwandelt hätten. Es geht weiter mit dem FCA. Fünfte Ecke im Spiel. Meine Güte. 38% Ballbesitz, zweite Halbzeit. Die machen weiter Druck. Ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel. Da kannst du tun, was du möchtest. Da kannst du machen, was du willst. So, ich bin jetzt ja schon mal froh, dass hier nichts mehr passiert. Die wechseln nochmal. Yong Ho Hong. Sechser Positionstausch. Kevin Vogt geht raus. Und wenn wir uns die Noten mal von denen angucken, es ist jetzt auch nicht unbedingt so super. Aber das geht halt heute ohne Gegenwehr. Das ist ein Trainingsspiel. Die nächste 100%ige. Moravec sucht Mölders. Trifft den Ball nicht richtig. Mölders bekommt die Kugel trotzdem. Kann den Ball stoppen. Überragende Routine. Ein Meter. Koltorti. Auch Jung mit einer 5,5. Also ich glaube, das ist heute wurscht, den du reinstellst. Die werden alle abkacken. Was ein Spiel. Die Fans des FCA haben ja mit der Polonaise begonnen. Ja, da fliegen aber gleich sowas von die Löcher aus dem Käse. Eine 6 für Jung. Eine 6. Harmloses Foul. Sirre bekommt die gelbe Karte. Kann ich die nicht einfach alle auswechseln? Kann ich die nicht irgendwie schützen? Wird das Ding dann 3-0 gewertet für uns? Wäre natürlich ein Fortschritt. Halil Altintop für Mölders. Ja, das muss ich normalerweise immer Applaus klatschen, aber das würde man, glaube ich, hören. Das würde man hören. Nächste Chance. Ragnar Klavan aus 23 Meter einfach mal schießen. Ich meine, bei denen klappt heute alles. Moravec kommt da noch dran mit seinem Schädel. Und das ist das Fünfte. Dann gehen auch so Dinger rein. Der schießt einfach mal. Das ist der Innenverteidiger. Der ist am Weg nach vorne, weil der hinten einfach nichts zu tun bekommt. Also, so ein Spiel habe ich ja noch nie erlebt. Die ganzen Folgen, das waren ja fast 600 im Let's Play 1.0. Und jetzt auch schon wieder 150 plus. Noch nie wurde ich in einem Let's Play so kaputt geschossen. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, warum das so ist. Jetzt haben wir doch nochmal eine Chance. Also, wenn wir jetzt den Ehrentor machen, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Schöne Kombination, es geht ja. Jopek, Kimmich, weiter auf Timo Werner. Der kommt dann zum Flanken. Aber Kalsenbracker hat aufgepasst, klärt zur Ecke.
Ich will mir das gleich gar nicht angucken, was wir hier für eine Durchschnittsnote haben in diesem Spiel. Hinten alles eine 5 und eine 6, was laufen kann. Manninger nach Eckball, packt sicher zu, Nachspielzeit 2:0. Ich muss sagen, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist das Ding hier bald vorbei. Da hat es sich gerecht, dass ich ein Textmodus-Spiel gemacht habe, nicht 3D, ne? Fazit, RB Leipzig kann nach Hause fahren und wie sie das können. Die Mannschaftsstärke ist annähernd gleich. Wir sind Tabellenführer. Die Motivation, die Form, es schießt eigentlich durch die Decke bei uns. Und dann fahren wir hier hin und lassen uns so dermaßen hier die Melonen um die Ohren hauen. Also ich glaube, ich muss mal Felix Magath anrufen, dass der den Haufen mal zusammenstaucht. Und am besten 5 Tage ineinander Waldläufe und Medizinballtraining macht. Bis gleich. So, Bergi hat immer mal gesagt bei so Spielen, was für ein bekacktes Spiel. Und das kann ich heute einfach mal nur zitieren. Das ist doch nicht möglich, dass man so ein Spiel abliefert. Eine 6,0 Steffen Lang, eine 6,0 Anthony Jung, das ist der Typ, der eingewechselt wird. Also das war heute die Seuchenposition überhaupt. Oldhoff 5,5, Kimmich war noch der beste Mann eingewechselt. Eine 3. Also ich weiß, was wir als Bestes hatten. 2,18. Oder ne, 2,14 war es. 2,18 war Nürnberg. 2,14. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt hier eine Bestwert aufgestellt haben. Schlechteste Durchschnittsnote. Teamansprache kämpft um jeden Ball. Das sieht dann so aus, ne? Zur Halbzeit hat es ja noch funktioniert. Kopfschüttel. Ich mache heute einen Hashtag mit Kopfschüttel. Mölders bester Mann 1,5. Der schlechteste Note war eine 4, das war Tobias Werner. Aber die hätten, glaube ich, heute auch mit 6 Leuten spielen können. Das wäre immer noch funktioniert, ne? Das hätte immer noch geklappt. Da war ja wirklich fast alles drin, was hier aufs Tor kam. 5-0. 5:0 verlieren wir hier in Augsburg. Und jetzt habe ich natürlich absolut, ja, die Hose voll, ne? Weil ich jetzt genau weiß, was jetzt passieren kann. Das wird jetzt hier jeden einzelnen Spieler in der Mannschaft moralisch auf den Teppich holen und wahrscheinlich noch weiter runter, nämlich in den Keller. Es ist nach wie vor ein Aufstiegsplatz, Platz 2. Profitieren davon, dass auch Fürth verliert. 2-1 zu Hause gegen Düsseldorf. St. Pauli siegt in der Partie gegen Aue. Und damit ist Aue jetzt definitiv raus. 38 Punkte. Ist schade. Ist schade für die Mannschaft. Augsburg hat jetzt auch 38 Punkte. Damit zumindest einen einstelligen Tabellenplatz. Es ändert nichts daran, dass die Saison nicht gut verlaufen ist für den FCA. Wiederaufstieg mit Sicherheit ist Ziel gewesen. Und jetzt stehen die genau in der Mitte der Tabelle. Ja, wir haben 2-mal Auswärtssiege, 3-mal Auswärtssiege sogar, die relativ deutlich waren. Ingolstadt gegen Braunschweig 4:1 und dann haben wir noch 2-mal 3:0, Frankfurt in Bochum und eben Union Berlin in Paderborn. Ja, der Kantersieg, der ist leider Gottes in unserem Spiel auffindbar gewesen, 5:0. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir müssen wirklich jetzt aufpassen. Wir müssen aufpassen jetzt. Wir lenken uns mal ein bisschen ab, wir gucken mal in die dritte Liga rein. Wiesbaden verliert, aber nach wie vor überhaupt kein Problem, weil dahinter auch jetzt nicht so wahnsinnig was los ist. Sandhausen, Regensburg, aber auch Chemnitz kommt nicht wirklich nah, ein Punkt gut gemacht. Wir sind immer noch 9. Niklas Süle, TSG Hoffenheim 2, der ist doch glaube ich in der Realität schon längst Stammspieler in der ersten Mannschaft. 17, 18 Jahre alt, irgendwie so. So, Bundesliga, Stuttgart gegen München 4:2 am Ende. Also natürlich nicht für Stuttgart. Und die Dortmunder mit einem 1:0. Es bleibt nach wie vor spannend in der ersten Liga. 3 Punkte zwischen den ersten beiden. Dann kommen Hamburg, Wolfsburg und Bremen. Die auch noch in Schlagdistanz sind. Alles noch Anwärter für die Champions League. Und unten stehen eben Mainz, Lautern und Köln. Also wir können mal schauen, Relegationsplatz würde momentan für uns bedeuten, sollten wir den erreichen, dass wir wahrscheinlich gegen Mainz, Lautern oder Köln spielen werden. Wahrscheinlich eher bei den ersten beiden genannten. Und wenn es Mainz ist, wird es schwieriger, ne? Also Lautern ist ja auch vom Kader her, ich würde mal behaupten, jetzt nicht so weit entfernt von uns. Die waren ja letztes Jahr auch noch Zweitligist. So, die Stimmen. Was kann man da sagen? Ich hoffe, der kloppt mal richtig drauf. Wenn man nicht richtig in die Zweikämpfe geht, verliert man das Spiel zurecht. Was für ein Zweikämpfe? Was denn für welche? Ich habe keine Zweikämpfe gesehen und auch nicht gelesen. Höchstens von Augsburg. Aber die mussten gar keine Zweikämpfe führen. Ich weiß nicht, was meine Spieler gemacht haben. Ob die sich da irgendwo an den Rand gesetzt haben und gepokert haben. Oder Flaschen drehen.
Keine Ahnung. Also Fußball war das nicht. Diese paar Chancen, die wir da hatten. 5-0. Lennart T., was sagt er denn? Die leichteren sind meist die schwierigeren. Also für uns wird nichts mehr leicht sein, wenn wir so weiterspielen. Ja, 11 des Tages ist natürlich keiner von uns dabei. Dreimal Augsburg. André Hahn, Marcel de Jong, heißt der Marcel? Marcel de Jong, genau. Und Alexander Manninger. 2 Tore von Hofmann. Bei uns kommt alles zusammen zurzeit. Das war schon so trügerisch, ne? Ich hab's ja fast vermutet. Dieser Sieg gegen Fürth. Das war ja nicht verdient. Alles Dusel dieser Welt in einem Spiel zusammengekommen und heute haben wir da mal richtig auf die Schnauze gekriegt. Aber sowas von. 4,59. Ich glaube, schlechter war mir noch nie. Das ist ja auch ein Abstand von über 0,4 Punkten auf Braunschweig. Und wenn man von Braunschweig spricht in der Saison, dann ist es mit Sicherheit kein Lob für uns, wenn man sich mit denen vergleichen muss. Alter Verwalter, das ist so ein Spiel. Also ich bin immer noch platt. Aber es wird mich nicht umhauen. Es wird mich nicht umhauen. Ich habe das ja gemacht, dieses Let's Play, ne? In der kleinen Liga angefangen, dass man eben auch mal mit solchen Situationen umgehen muss. In der ersten Karriere mit Nürnberg, Everton oder Hamburg, da hatten wir das ja nie. Da lief das ja wie geschmiert. Wir werden auf jeden Fall zurückkommen, das kann ich jetzt schon mal sagen. Die nächsten Spiele, ihr erinnert euch, das ist ja im Prinzip so, dass wir jetzt die Kracher weg haben, größtenteils. Cottbus ist da der Gegner, der für uns wahrscheinlich auch am schwersten zu spielen sein wird. Coltorti noch dabei hier bei den Notenbesten. 27 Spiele haben wir noch, Matuschka dabei auf der 17. Ja, aber es lichtet sich so langsam, ne? Die haben ja alle. Ingolstadt hat viele dabei, das sind dann schon 3 Stück unter den Top 8. Wir sehen sehr viele Fürther Wappen. St. Pauli haben wir hier oben dabei, da haben wir noch einen. Wir haben sogar 2 Union dabei, wir haben Bielefeld, ne? Dresden sehe ich auch 2-mal, sogar Benjamin Kirsten auf der 1. Ja, was heißt das für uns? Das heißt einfach, ne, dass es da klemmt. Dass einfach die Mannschaft im Kollektiv eben nicht dauerhaft diese Leistung bringt. Und wenn eben da mal ein Mannschaftsteil abkackt, wie heute fast der komplette, dann wird's halt wirklich schwer. Da müssen wir einfach draus lernen. Und deswegen, ich vermute jetzt einfach mal, sollten wir jetzt dieses Jahr schon aufsteigen, dass man nächstes Jahr in der Bundesliga öfters mal so Spiele haben wird. Gegen die Teams, die wirklich die Erfahrung haben, die auch wirklich die klasse Leute in den Reihen haben, wo wir dann einfach rumlaufen wie die Hühner, wie die Kopflosen. So, hier haben wir einiges jetzt gesammelt. Jetzt sind wir nämlich hier nur noch auf 5. Jetzt sind wir nur noch auf 5. Immerhin keine, doch eine Verletzte hier, Franke, der 3 Tage Prellung. Gott sei Dank, nur so eine kleine Verletzung. So, nächster Spieltag. Gucken wir mal drauf. Gegen Bochum, den 16. Die haben die letzten 3 Spiele nicht gewinnen können. Jetzt verloren. Haben wir eben gesehen, 3-0 zu Hause gegen FSV Frankfurt, die auch nur 12. sind. Also das müssen wir gewinnen. Das müssen wir gewinnen und wenn das so ist wie in den letzten Zeiten, dann schaffen wir das auch. Weil uns bis jetzt Niederlagen nie irgendwie wirklich umgeworfen haben. Auch gegen Ingolstadt die Niederlage nicht. Aber das war ja noch human gegen das heute. So, wir gehen mal in die Woche. Und sehen hier, dass Luge wechselt und natürlich, dass Selalem wechselt von Arsenals Reserve zu uns. Simon Zoller immer noch bei Dortmund unter... was heißt hier unter Vertrag? Im Fokus. Pflücke. Das würde also auch funktionieren. Zentrales Mittelfeld. Aber was ganz wichtig ist, ich habe das auch nochmal gelesen, also euch gefällt auch dieser Vorschlag, dass wir vielleicht das System oder dass wir 2 Systeme spielen, je nachdem, wie wir das möchten, nach Gegner angepasst. Eben mit einem Offensivmann und 2 Defensiven oder eben dann einen Defensiven und 2 Zentrale. Ne? Und das passt natürlich bei Pflücke auch perfekt, weil der sogar offensiv noch einen Punkt stärker wäre. Das muss wirklich das Ziel sein, dass wir uns da in die Breite wirklich sehr, sehr gut aufstellen, auch mit dieser Flexibilität. Ganz wichtig. So, 4 Jahre möchte der, oder bieten wir zumindest an. Ich gebe mal hier 10.000, das ist, glaube ich, in Ordnung. Zukunft, Geduld haben, das habe ich schon zu vielen Spielern gesagt. Deswegen lasse ich das mal raus. Da kann man sich nämlich auch die Kretzer in die Backe holen. Weil bei dem kann man das eben noch nicht abschätzen, ob das überhaupt mal wirklich so sein wird. Möchte, dass du auch mal für die Reserve spielst. Wichtig. So, ich stelle mal alles ein. Der kann natürlich auch eine Erhöhung bekommen. 6% bei seinem Gehalt ist es absolut nötig. Oder mache ich 8%. Gehaltskürzung kommt weg. Option für Spieler brauche ich nicht bei 4 Jahre. Das ist, glaube ich, bescheuert. Das wäre dann eher wieder, wenn ich das Gehalt drücken müsste. Nicht Abstieg 500.
Ligaspielbonus 2,5, Auflaufprämie 100. Das sollte, glaube ich, passen. Ich ziehe es auch ein bisschen hoch. Ich mache mal 80.000. So. Und dann sollte es eigentlich schon passen. Wollen die aber nicht. Also die sehen das schon so, dass das okay ist mit 60. Immer noch so viel. Wahrscheinlich das Handgeld oder so. 50. Nee, irgendwas passt denen noch nicht. Wahrscheinlich diese hohe Erhöhung hier. 6%, Freunde? Guck mal, wenn ich das hier hochziehe. Nee, irgendwas passt denen nicht. Wie ich diese Maße, wenn ich so so hier sitze und mich frage, was ist denn jetzt das Problem, Jungs? Vielleicht, nee, hier kann ja auch nicht sein, ne? Das ist ja jetzt nicht so hoch, das Ganze. Das ist ja nicht so hoch. 60.000 vier Jahre und meine Reserve spielt. Das müsste ja eigentlich gut sein. Was ist denn mit dem Vertrag? Was ist denn da so schlimm? Jetzt, ja, das war anscheinend das Gehalt. Wurscht. Der ist so jung, da können wir auch nochmal nachverhandeln, beziehungsweise einen neuen Vertrag aufsetzen. Packard, Diego, Emre Can. Am Ende setzt sich Diego durch, der Wolfsburger. So, Autosave. Unzufriedenheit mit ihrer Arbeit. Ich hoffe aber, Jungs, ihr meint nur das eine Spiel, weil das wäre sonst echt ein Witz, wenn die jetzt die ganze Saison da dran hängen würden. 400.000. Wir müssen mal ein bisschen aufs Transferbudget gucken, aber ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Extrem hohe Schmerzgrenze. Bei ihm ist es ja auch mit Offensiv, ne? Also genau das, was ich gesagt habe. Er kann theoretisch außen auch und offensive Positionen. Zentral genau das Gleiche. Deswegen wäre das sehr wertvoll, wenn der kommen würde. So, ich glaube mal 450, aber ich mach mal... Ja doch, 450 müsste eigentlich passen. Ligaspielbonus. So, dann machen wir nochmal 50. Nach 20 Spielen. Und dann sind wir auf der 500. Ich glaube, dann müsste das doch eigentlich passen. Auch für Afdicay hat Schalke zurückgewiesen. 250. Ich gehe mal auf 300. Und auch hier, glaube ich, machen wir das mal so mit 20.000. Ne, machen wir 25. Na komm, ich mache hier nicht lange rum. So, 50 nach 20. Dann haben wir nämlich auch 350.000. Sollte passen. Okay, also bei ihm wird es schon mal gehen. Auch diese offensive Geschichte, zentrale Geschichte würde gehen und auch eben die Außenposition. Sehr flexibel. Das ist Gold wert. Das war einfach wirklich bei Ausfällen in der Zukunft, die sagen können, der kann da spielen ohne Probleme, der kann da spielen ohne Probleme. Das muss wirklich das Main Target sein, also das Hauptziel. Spielst dich auch mal, ich mache auch Reserve hier. Handgeld können wir geben. Das Gute ist, dass die halt wirklich so wenig verdienen. Ne, so viel nicht, ey. Weil eben habe ich, glaube ich, 5.000 gegeben, dann machen wir das hier auch so. So, 6%. Jetzt weiß ich ja, dass es eben nicht daran gelegen hat. Auflaufprämie 150 ist in Ordnung. Ein bisschen höher ist es hier angesiedelt als bei dem Flücke eben. Aber ich glaube, er ist auch schon ein bisschen weiter. Er ist, glaube ich, auch schon ein bisschen weiter. Ja, ein paar Prozent zumindest. Sind ja beide gleich alt. So, Geduld haben. Mannschaft wird im nächsten Jahr verstärkt. Das können wir auf jeden Fall machen. Nicht so viel, 75, probier mal. Ja, auch hier haben wir das Problem, ne? 60. Ja. Wie soll man nicht immer sich so anstellen? So, was haben wir denn hier? Berliner FC Dynamo, Kevin Schiller. Angebot vorgelegt. Nein, wir möchten natürlich keinen